Sobald ihr Zeit habt, solltet ihr ins Labor kommen und euch hier Huge ansehen. Ich habe meine erste Untersuchung am Opfer abgeschlossen und jetzt kann ich mit der Autopsie beginnen. Wir sind sofort da. Wir haben eine CD in Vernons Computer gefunden und darauf scheinen Fingerabdrücke zu sein. Bringt sie mit ins Labor und wir gleichen die Fingerabdrücke mit der Datenbank ab. Ach so, ich werde auch mal gucken übrigens, was mir gerade einfällt. Es sind jetzt nicht so viele, die Castle unbedingt jetzt sehen wollen, das Let's Play. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich die einzelnen Folgen vielleicht nicht doch ein bisschen länger mache. Also mir gefällt das Spiel, aber es ist ja immer alles Geschmackssache und ja, also nicht, dass wir schneller mit dem Let's Play durch sind, aber dass das auch nicht zu lange, weil ich hatte ja gesagt, es sollte ja nur was Kleines zwischendurch sein, weil ich werde mal gucken, dass ich weiß nicht, ich glaube, das nächste, was kommen wird, entweder ein Adventure oder aber ein Horrorspiel. Mal schauen. Noch ein Opfer und noch mehr Verletzungen, die postmortal zugefügt wurden. Aber bevor wir uns Herr Huge anschauen, sollten wir die Fingerabdrücke analysieren, die ihr gefunden habt. Ja, wir haben eine CD mit klar erkennbaren Abdrücken gefunden. Verstehe. Bringt die CD zum Mikroskop und bestäubt sie, um die Abdrücke sichtbar zu machen. Bringt die bestäubten Fingerabdrücke auf einen Objektträger und legt ihn unter das Mikroskop. Mit Hilfe des Computerprogramms werden die Fingerabdrücke analysiert. Machen wir. Ich bin so aufgeregt, dass wir wieder mit den Laborgeräten hantieren dürfen. Okay. Wo ist denn das Mikroskop? Ich sollte diesen Laborgegenstand. Okay. Wo ist denn hier das Mikroskop? Ah, okay. Dann müssen wir erstmal hier hin. So. Puder, Puder. So. Dann brauchen wir Klebeband. Dann brauchen wir Objektivträger. Beginne mit Analyse. So, das war's. Wie lange wird es dauern, bis wir die Ergebnisse haben? Das könnte eine Weile dauern. Wir sollten mit unseren Untersuchungen weitermachen. Laney sagt uns Bescheid, wenn es ein Ergebnis gibt. Okay. Toll. Haben wir hier nicht. Hast du nicht irgendwie ein Stethoskop oder so? Was du zufällig borgen kannst? Ich denke nicht. Wenn ihr zum Autopsietisch kommt, kann ich euch sagen, was ich über das Opfer herausgefunden habe. Ja. Uiuiui. Das hat bestimmt wehgetan. Diese Brandmale im Gesicht wurden dem Opfer nach Eintritt des Todes zugefügt. Sie gehören scheinbar nur zur Darstellung. Okay. Die Blutergüsse am Hals des Opfers sind nicht stark genug, als dass sie die Todesursache sein könnten. Ich denke, sie sind Teil der Opferinszenierung des Täters. Wie schon bei den anderen Opfern, die sichtbaren Wunden wurden erst nach dem eigentlichen Mord hinzugefügt. Ich kann nicht genau sagen, was die eigentliche Todesursache war, bis ich die Autopsie durchgeführt habe. Ich rufe euch an, wenn ich was gefunden habe. Er analysiert immer noch. Okay. Was können wir denn noch hier machen? Okay. Ich brauche. Lenny, dürfen wir uns die Pinzette borgen? Ich denke, sie könnte uns nützlich sein während unseren Untersuchungen. Sicher kein Problem. Wir haben hier immer eine extra Pinzette rumliegen. Was? Eine Geburtenzange ist aber keine Pinzette.
Okay, alles klar. Ich weiß zwar nicht wofür. Hast du nicht ein Stethoskop oder so, um zu gucken, ob die Menschen überhaupt noch leben, die du hier auf dem Tisch hast? Okay, ich weiß zwar nicht mehr. Alles hier absuchen. Aber hier hatte ich doch nur noch das Herz. Was? Euer Ernst? Kein Stück gesehen. Okay, ja. Nicht aufgeladen. Okay, jetzt haben wir das Handy. Das können wir jetzt aufladen. Aufladen. Oh, das geht ja schnell. Oh nein! Was ist das? Nein, nein. Nein, 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 nein. Geht es nur seitlich oder? Keine Schritte mehr. Toll. Entferne alle farbigen. Okay, Reset. Das schaffe ich niemals. Schon wieder keine Schritte mehr. Uiuiuiui. Also so mein Handy entsperren zu müssen, da würde ich ja verrückt werden. Zehn Schritte sind aber auch echt nicht viel. Ja, das war's dann schon wieder. Soll ich das denn bitte in 10 Schritten schaffen? Ich habe auch kein Blau mehr. Hab schon verkackt. Nein. Ja, der Rätselkönig bei diesem Spiel bin ich ehrlich gesagt nicht. Hust. Okay. Kann ich dich heute Abend erwarten? Nein, ich habe schon Pläne mit meiner Frau. Vielleicht solltest du hier absagen und mich stattdessen begleiten. Ich habe ihr bereits zweimal innerhalb von 2 Wochen abgesagt. Sie wird anfangen, etwas zu ahnen, wenn ich es zu oft mache. Das ist schade. Ich habe mich so darauf gefreut. Morgen habe ich Zeit. Wir treffen uns dann. Klingt gut.
Hört sich an, als hätten die zwei eine Liaison gehabt. Das würde ich auch gerade sagen. In diesem Fall steckt mehr, als wir erst dachten. Vielleicht hat Huge nicht nur den Vertrag beendet, sondern auch eine Beziehung. Wir haben Dots gefunden und sie festgenommen. Gut, wir sind gleich im Revier. Schauen uns erstmal. Das ist die wir jetzt gefunden haben. Stimmt, das war das. Die haben eine Affäre gehabt. Dann gehen wir mal zurück ins Revier. Esposito hat Dodson in den Vernehmungsraum gebracht. Ihr solltet jetzt dort sein. Ja, dann gehen wir doch mal da rein. Frau Dodson, wir haben ein paar Fragen, die wir Ihnen gerne stellen würden. Okay, bewege die Beweisstücke an den Ort. Oh Gott, wo war denn das? Das Buch war da. Was? Ach so. Wenn Vernon Hughes ist tot. Sein Körper wurde auf der Bühne des Broadway-Theaters gefunden. Was? Tot? Das kann einfach nicht sein. Wir wollten uns morgen eigentlich treffen. Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt mit Herrn Hughes? Gerade erst letzte Woche. Ich war bei Ihnen im Büro, um den Vertrag zu unterschreiben. Das Handy hatten wir... Wir haben eine Akte über Samuel Myers Kritiken in ihrer Wohnung gefunden. Warum waren sie so auf ihn fixiert? Er war nicht gerade ein großer Fan meiner älteren Werke. Ich habe mir Sorgen gemacht, was eine schlechte Kritik über mein neues Buch anrichten könnte. Warum haben sie eine derartige Akte in ihrer Wohnung behalten? Ich wollte sie meinem Verlagspartner zeigen als Beweis, dass Myers versucht, meine Karriere zu ruinieren. Okay, Was für eine Beziehung haben Sie zu Vernon Hughes? Wir sind Kollegen. Seine Firma veröffentlichte meine Liebesromane und ich habe gerade einen Vertrag unterzeichnet, etwas Neues für ihn zu schreiben. Es sieht aber so aus, als würden die Dinge nicht so gut für Sie laufen, wie Sie denken. Wir haben den Vertrag zwischen Ihnen und Vernon im Schredder gefunden. Das ist unmöglich. Wir arbeiten seit Monaten daran. Ich glaube nicht, dass er ihn einfach so wegwerfen würde. Hatten Sie eine Affäre mit Vernon Hughes? Wir haben belastende Textnachrichten zwischen ihnen beiden gefunden. Nun ja, es macht wohl keinen Sinn mehr, es jetzt noch geheim zu halten. Ja, wir waren in einer Liebesbeziehung. Wir haben sehen uns schon seit einiger Zeit. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass es für immer halten würde. Vernon wurde nervös, dass seine Frau etwas herausfinden könnte und ich war besorgt, dass er irgendetwas offenbaren könnte, was meiner Karriere schaden könnte. Wie könnten die Nachrichten über eine Affäre ihrer Karriere schaden? Nehmen Sie mich auf den Arm? Ich würde aussehen, als müsste ich mit den Verlegern schlafen, um einen Vertrag zu bekommen. So ein Ruf ist im geschäftlichen Sinne nur schlecht. Samuel Myers und Vernon Hughes wurden beide ermordet auf eine Weise, die literarische Klassiker nachgestellt wurden. Das heißt also, weil ich eine Schriftstellerin bin, sind sie der Meinung, dass ich sie beide umgebracht habe? Das ist doch absurd. Nicht nur eine Schriftstellerin, aber eine Schriftstellerin mit einer zerbrochenen Beziehung, einem zerstörten Vertrag und einer Akte voller negativer Kritiken eines toten Kritikers. Das klingt wie eine Schriftstellerin mit einem Motiv. Das ist doch lächerlich. Ich werde keine Fragen mehr beantworten, bis mein Anwalt hier ist. Ich wurde noch nie so beleidigt in meinem Leben. Och Gott, pupst dich doch nicht an, Mann. Was denkt ihr? Kauft ihr ihre Geschichte ab? Sie hat auf jeden Fall ein Motiv für beide Morde. Wenn man jetzt noch die Tatsache betrachtet, dass sie eine sitzengelassene Liebende ist, denke ich, dass es eine ziemlich hohe Chance gibt, dass sie unser Killer ist. Ich weiß nicht, für mich klang sie ziemlich überzeugend, aber ich weiß nicht, ob ich meinen eigenen Instinkten vertrauen kann. All diese Verbindungen zu der Verlegerindustrie haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. Nun ja, du solltest wieder ins Spiel zurückkehren. Wir haben noch einen Anruf bekommen.
noch ein Mord, zumindest ein Versuch. Das potenzielle Opfer wurde im Glockenturm einer Kirche in der Stadtmitte gefunden. Sie wurden nur einige Minuten, bevor sie in den Tod gestürzt wäre, gefunden. Ich möchte, dass ihr euch sofort dorthin begebt. Ich habe wirklich genug davon, dass dieser Wahnsinnige unsere Stadt terrorisiert. Kapitel 3. Entschuldigen Sie, Officer, ich bin Detective Beckett. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Wir haben einen anonymen Notruf erhalten, dass eine Frau im Glockenturm in Gefahr ist. Als ich hier ankam, fand ich eine Frau gekleidet wie eine Zigeunerin und gefesselt an einem Stuhl. Ja, ich sag nur Glöckner von Notre Dame, ne? Klingt, als hätte der Hardcover-Killer eine Szene von Victor Hugos Der Glöckner von Notre Dame nachgestellt. Normalerweise lässt unser Killer seine Opfer jedoch nicht am Leben. Der Stuhl, an den sie gefesselt war, lehnte gegen die Kirchenglocke. Wenn die Glocke geläutet hätte, wäre sie in ihren Tod gestürzt. Es war schon fast 5 Uhr, deshalb habe ich das Triebwerk der Glocke außer Kraft gesetzt und so verhindert, dass die Glocke läutet. Ich habe sie losgebunden, aber sie war völlig außer sich und die Sanitäter haben dann übernommen. Der Ritter in schillernder Rüstung eilte der Jungfrau in Nöten in letzter Sekunde zur Hilfe, um sie zu retten. Das ist so poetisch. Hör auf zu träumen, Kessel. Weißt du, wer das Opfer ist? Ihr Name ist Catherine Saunders. Sie wurde ins städtische Krankenhaus gebracht. Gute Arbeit, Officer. Wir übernehmen jetzt. Der Griff fehlt. Was blinkert hier jetzt die ganze Zeit? Wir haben das Krankenhaus. Okay. Da fehlt der Griff. Okay, dann schauen wir mal. Einige der inneren Kabel sind herausgerissen. Eine Münze. Die Augen des Gargoyles fehlen. Okay. Saunders muss an diesem Stuhl gefesselt gewesen sein. Wenn er gegen die Glocke gelehnt war, wäre sie in den Tod gestürzt, sobald sie geläutet hätte. Im Glöckner von Notre Dame wurde die Zigeunerin Esmeralda gehangen. Eigentlich ist es der Erzdiakon Claude Frollo, der zu Tode stürzt. Wenn man bedenkt, wie penibel der Hardcover-Killer sonst war, scheint es mir komisch, dass er das durcheinander brachte. Vielleicht ist er etwas nervös, wo wir ihm so dicht auf den Fersen sind. Ich wette, hier ist auch irgendwo ein Buch. Lass es uns suchen. Das Kreuz an der Wand ist an der Wand genagelt. Ich muss das Triebwerk, was der Officer unbrauchbar machte. Okay. Hier ist ein Schlüssel. Das Seil, was das Buch hält, ist gerissen. Ich brauche etwas Langes. Okay. Dann gehen wir mal erstmal nach... Ah ne, wir brauchen ja einen Griff. Wofür brauchen wir denn den Schlüssel? Hier können wir nichts aufmachen. Da brauchen wir was Langes. Okay. Ups. Haben wir gleich kaputt gemacht. Dem Klavier fehlt eine Taste. Besonders, das ist kein Klavier, das ist eine kleine Orgel. Hier ist dieses Kreuz, was da rangenagelt wurde. Die Tür ist verschlossen. Hier, bitte. Okay, Mörtel und Stößel. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade blind einfach
liegt. Wo ist das Telefon? Ups. Ja. Ich sollte vielleicht mal gucken. Münze. 3XK. 3XK. Ey, mach die Kerzen da rein. Eine Kerze noch. Zack. Mörtel und Stößel, Korb. Schraubendreher. Gartenzwerg, Mörtel und Stößel. Gartenzwerg. Wo ist denn der Gartenzwerg hier? Da haben wir ihn. So. Golfballgreifer. Können wir damit das Buch greifen vielleicht? Da kommt das Kreuz hin. Da, so kommen wir wieder raus. Okay, dann gehen wir nochmal nach oben. Und damit das Buch greifen. Ja. Dann richtete Quasimodo seine Augen auf die Zigeunerin, deren Körper er am Galgen hängen sah, zitternd unter ihrem weißen Gewand mit letztem schauriger Angst. Dann ließ er sie auf den Erzdiakon fallen, aufgeschlagen am Sockel des Turmes, ohne länger eine menschliche Form zu haben, sagte er mit einem Schluchzen, das seinem Brustkorb hob: Oh, alles, was ich je geliebt habe. Der markierte Text drückt Quasimodos reine und zärtliche Liebe zur Esmeralda aus, weil sie so freundlich ihm gegenüber ist. Diese Passage lässt vermuten, dass unser Killer in Saunders verliebt war. Könnte das eine Liebesaffäre sein, die nicht gut ausging? Telefon. Ich habe gerade die Ergebnisse der Fingerabdruckanalyse, die wir an der CD aus Vendons Büro durchgeführt haben, bekommen. Die Abdrücke gehören zu Franklin Turner. Ich kenne Turner. Er hat schon seit Jahren kein Buch mehr geschrieben. Ich habe gehört, dass er mehr oder weniger aufgegeben hat, nachdem er keinen Verlag für seine letzten Romane gefunden hat. Hier steht, dass er zurzeit bei einer Baufirma in der Stadt arbeitet. Ich habe Ryan und Esposito schon informiert. Sie sind gerade auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns da mit ihnen. Danke, Lainey. Okay, Hebel und... Ja. Baustelle, Kirche... Gehen wir mal ins Krankenhaus. Tut mir leid, aber die Patientin kann im Moment keine Besucher empfangen. Sie erholt sich doch und der behandelnde Arzt hat seine Erlaubnis noch nicht erteilt. Wie geht es ihr? Ihr geht es gut, nur ein paar Beulen und Blutergüsse. Wir haben in ihrem Blutkreislauf jedoch eine fremde Substanz gefunden. Wir haben sie vor ein paar Minuten zur Analyse geschickt. Können Sie uns bitte informieren, wenn sie zur Verfügung steht? Wir glauben, dass sie uns etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Ich werde dafür sorgen, dass sie benachrichtigt werden. Dankeschön. Was kann ich nehmen? Krankenhausschlüsselkarte. Boah, bin hier gleich am Clown. Wir brauchen immer noch ein Stethoskop. Ah ja, Endoskop war das, genau. Endoskop. Was brauchte er noch? Aber da kommen wir doch erst noch gar nicht zurück, oder? Wir gehen mal zur Baustelle. Wir haben die Umgebung abgesucht, aber es gibt keine Zeichen von Turner. Hier ist überhaupt niemand. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Alle scheinen frei zu haben. Nun gut, wenigstens stört uns dann keiner bei unseren Untersuchungen, während wir hier sind. Wir teilen uns am besten auf und sehen, was wir finden können. Das Auto ist verriegelt. Schlag ein. Okay. Oh Gott, was für ein Sauschall. Hier, mit der Münze kriegst du alles auf. Ein Fahrstuhlknopf, sehr schön.
Futter. Ach du Heilige. Pik Ass. Ich weiß zwar nicht, wofür ich Pik Ass brauche. Dafür ist wahrscheinlich. Drei Karten fehlen dann noch. Okay, wir haben Fahrstuhlknopf und Fischfutter. Die Frage ist, kommen wir in die alten Wohnungen bzw. zu den alten Orten noch hin? Das würde mich ja interessieren. Hauptschlüssel. Fehlt ein Hebel. Hebel. Okay, Spule, Kette, ja, eine Uhr, Winkelmesser und eine Kaffeetasse. Hier ist ein Winkelmesser, Kaffeetasse, Laserwaffe, Megafon, das hatte ich schon gesehen. Spule. Isolierband. Alter Falter. Was soll ich denn hier aufschrauben? Kaffeetasse. Spule. Da ist diese Laserwaffe. Okay. Sonnenbrille. So. Hier kann ich... Ah, okay. Was kann ich hier aufschrauben? Ah. Ja. Und ich bin auf die Idee gekommen, das auf schwer zu spielen. Also, nicht auf schwer, aber Kette fehlt noch, genau. Was wollte ich sagen? Herz, Dame. Gehen wir mal schnell zurück. Tun wir das schon mal rein. Dann haben wir das schon mal wieder weg. So, einmal den Fahrstuhlknopf. Und zack, rein in den Fahrstuhl. Ja, eine Autoschüssel. Ich kann es mit bloßen Händen nicht aufschrauben, okay. Ich kann die Säge nicht erreichen. Was? Hat keinen Reifenschuss, okay. Glasschneider. Hier haben wir den König. Okay. Glasschneider. Okay, die Säge können wir nicht erreichen. Der Knopf wird nichts ausrichten, solange der Mixer aus ist. Startet nicht, bis der geerdete Zimt. Zimt. Zement. Oh nein, 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 nein. Um das Schloss zu öffnen, braucht man eine Art digitalen Schlüssel. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Wir können in die Kirche. Hatten wir hier nicht irgendwas aus Glas?
Ich drück mal. Ja, das weiß ich, aber das war ja ein toller Hinweis. Kannst du das mit dem Glasschneider rauspuppeln? Nö. Okay. Hinweis umsonst.